Logisches, hey ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Troll Wars. Wer die letzte Folge von Copper gesehen hat, die jetzt einige Wochen her ist, der weiß schon, dass wir wirklich am Abgrund stehen. Ich habe schon vor einigen Tagen im Video gesagt, dass etwas sehr Großes bevorsteht. Und normalerweise würde ich jetzt ausholen, um mich für all das zu rächen, was Copper getan hat. Ihr seht schon, ich habe auch nichts mehr im Inventar. Ich habe nur noch das, was ich mir jetzt so notdürftig zusammengefarmt habe. Das Ding ist halt einfach, Copper hat es irgendwie geschafft, an mein Inventar zu kommen. Wie auch immer, ob er irgendeine komische Maschine dafür hat oder ob er schwarze Magie benutzt. Und jetzt stehen wir hier, oben auf meiner nie fertig gewordenen Base mit tausenden Troll-TNT-Blöcken. Ich habe das schon nachgeschaut, die gehen bis weit rüber zu Coppers Base. Ich habe mir die letzten Tage so überlegt, was könnte ich eigentlich machen, um Copper diesen Troll so richtig schön heimzuzahlen. Oh Gott, hier ist viel zu viel los. Okay, warte, wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Das ist zu gefährlich. Da ist noch Daniel sein Haus. Und das war's dann auch wieder. Ich habe noch tausende Ideen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, was ich vielleicht noch hätte in Coppers Base anrichten können. Oh, oh, ein Esel. Hallo, Michelle. Coppers zweites Haus. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die pessimistische Stimmung hier am Anfang raushängen lassen und kurz tief durchatmen. Wir stehen im Ende. Leute, ich habe natürlich einen Plan ausgearbeitet, dass wir heute nicht am Ende stehen. Jetzt bin ich in dieses Loch gefallen. Um euch das kurz nochmal zu zeigen, ich habe ja hier größtenteils Coppers Haus verwüstet. Wir haben mehrere Schichten um Coppers Haus gebaut. Coppers erstes Haus ist komplett eingebaut. Coppers zweites Haus habe ich komplett eingebaut. Ich habe auch Coppers komische Verteidigungsanlage hier komplett zerstört. Hat er hier oben noch was drin? Das hat er ja auch wieder freigebaut, aber danach auch, glaube ich, nicht mehr benutzt. Oh Mann. Yo, das ist einfach normales Holz. Man kann sich hier einfach reinbauen. Hat er noch irgendwas Brauchbares? Oh, hier ist noch ein bisschen was drin. Kann man was craften? Jetzt kommen wir zum großen Thema. Ihr seht ja diese riesige TNT-Spule, die sich hier von meiner Base bis hierher schlingelt. Und mein großer Plan ist es, wenn ich jetzt gleich wieder genug Essen habe, diese zu zünden, ne, und damit einen kleinen Abschied von der Welt zu nehmen. Ich habe nämlich über die letzten Tage einiges vorbereitet. Und zwar werden wir in eine neue Welt aufbrechen. Ich wurde hier so fertig gemacht. Und ich habe mich auch irgendwie übernommen. Mein Bunker war viel zu groß, meine Pläne waren viel zu groß und ich bin völlig aus dem Plan geraten. Wisst ihr, wie soll man einen Plan verfolgen, der viel zu groß ist, wenn man nicht hinterherkommt, weil man andauernd in den Boden geprankt wird? Dafür habe ich meine letzten Ressourcen, die in irgendeiner Ecke lagen, zusammengekratzt und habe das Portal angefangen zu bauen. Deswegen ist die letzte Troll Wars Folge auch etwas her. So, ohne Fledermaus-Morph ist es echt schwer zu reisen. Man gewöhnt sich viel zu schnell daran, dass damit der Fledermaus einfach überall hin kann. Und mein Fledermaus-Morph ist weg, als ob ich nicht schon genug verloren habe. So, hier beim Baum startet ja diese Spule. Ich habe übrigens keinen Plan, ob die Spule mein Portal zerstört. Aber Leute, ich möchte euch erstmal mein Portal erklären. Es sieht etwas anders aus. Das liegt daran, dass wir etwas mehr Energie benötigen, um in eine neue Welt aufzubrechen. Und eigentlich ist das Konzept dahinter relativ simpel. Wir benutzen hier eine 25 mm 6x6 Spule, die über die Blitzenergie eine gewisse Thermonuklearspule in der Mitte antreibt und die Energie über eine Quantenverbindung rüber auf den linken Pfosten in meinen Kaffee projiziert. Lupe, das sieht nicht aus wie ein Portal. Das ist das mächtigste Portal, was es in Minecraft gibt. Ich möchte die anderen in diesem Video hier herzlich einladen, mit mir auf diese Reise zu kommen. Vielleicht in einer neuen Welt etwas friedlicher zu starten. Klar, ein bisschen. Wir werden uns sicherlich noch pranken. Aber ich würde auch gerne die anderen begrüßen, mit mir in eine neue Welt zu reisen und dort nochmal von vorne anzufangen. Stalix wird sicherlich auch wieder dazu stoßen und ich finde, so könnten wir einen cleanen Neuanfang beginnen. Jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, dass ich hier rüberkomme. So, dieser Knopf hier drüben würde das Portal aktivieren und würde alle Leute, die in diesem Umkreis hier stehen, ja, ich habe das ja vorhin schon erklärt, hier Tesla-Säule, da Tesla-Säule, hier. Oh nein! Schieß dich auf die verdammte teure Maschine, das ist alles, was ich noch habe! Ja, der einzige große Nachteil ist, ihr wisst ja, ich habe alle meine Ressourcen verloren und deswegen musste ich hier halt mit etwas günstigeren Ressourcen bauen, ja? Ihr seht schon, das ist mit Cobblestone ummantelt. Das wird vielleicht einen einzigen Probelauf schaffen. Also es gibt eine 50-50 Chance, ja? Dass man mit diesem Portal in eine neue Welt reisen kann. Oder dass mir der Arsch weggesprengt wird, während ich dieses Portal benutze. Okay, gut, wenn Hattie jetzt nicht dabei wäre, wäre das natürlich auch ganz cool. Dann riecht die neue Welt mindestens mal frisch. Ich habe euch ja die Mechanik erklärt, die hinter diesem Portal steht. Jetzt sollten wir eigentlich nur schauen. Gottverdammt, Zombie, lass mich doch mal in Ruhe hier meine epische Ansprache halten. Okay, ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich muss noch was essen. Alter, da tackelt mich hier die blöde Spinne an. Okay, wartet, wir schalten schnell den einen Zombie hier aus. So, der ist weg. Der jetzt auch. Perfekt. Die meisten von euch haben sicherlich alle Folgen gesehen von Troll Wars. Ich lese unter jedem Video, dass ihr gerne
mehr Troll Wars wollt und wenn wir jetzt hier diese neue Welt durchstarten, ja, ich würde es gerne als Abschnitt 2 von Troll Wars ansehen, dann würde ich dort einfach auch probieren, öfters Troll Wars rauszuhauen, ja? Vielleicht auch ab und zu mal als Zweitvideo, ich weiß es nicht, ich will es auch noch nicht zu viel versprechen, aber vielleicht einfach mit diesem cleanen Neuanfang, einfach auch einen Neuanfang, was das Projekt angeht und wir einfach, wow, in Staffel 2 durchstarten können. Gott, ist das hier tief, Alter. Ohne Fledermaus-Morph komme ich da gar nicht runter. Aber bevor wir jetzt diese große Spule hier anzünden und damit der Welt einen kleinen Abschiedskuss geben. Ich erinnere mich gerne an den Trollo-Streik, den er hier vorne aufgebaut hat oder wie Stylix das ganze Wasser hier weggehauen hat oder wie im Livestream Daniel sein Hund, war das sein Hund? So, jetzt kommt hier schon wieder so eine Spinne an. So. Oh nein, ich hab den Enderman noch nicht angeschaut, bitte! Ey, bitte dich, okay? Und diesmal werde ich auf alle Fälle die Dimension etwas kleiner machen. Zudem haben wir noch diese tollen Pixel-Arts oben auf der Base, die eigentlich sogar noch mit zu den jüngsten Ereignissen zählen. Hier hinten war mal Coppers Quiz. Copper hat ja mal alle meine Items geklaut, also zumindest alle meine wichtigen Items. Und hat ihn ein Quiz verpackt. Dann hat irgendein Volltrottel, und das war diesmal nicht ich, das Quiz von da nach da komplett gesprengt. Copper hat sich sogar die Arbeit gemacht und hat das gesamte Quiz noch einmal neu aufgebaut. Die Items konnten ja nicht kaputt gehen. Ich glaube bis heute, dass Daniel das war. Genauso, dass ich glaube, dass Daniel meinen Keller gesprengt hat. Mein Bunker war ja eigentlich nur vielleicht ein Viertel so groß, bis irgendjemand angefangen hat, den ganzen Boden da wegzusprengen. Wisst ihr, das waren so die Probleme, weil man halt einen viel zu großen Bunker hatte. Oh Mann, was ich halt schade finde, ist halt, dass Stylix wirklich das Wasser hier weggemacht hat. Ich hatte auch die ganze Zeit meine Sandvorräte bereit. So, aber dann hat Daniel meine Sandvorräte geklaut und das Projekt ist dann auch gescheitert. Nicht sterben. Könnte es Tag werden? Ja, es wird Tag. Perfekt. So, jetzt hier, komm, Junge, weg mit dir. Und ich erinnere mich an die vielen Livestreams, die ich gemacht habe, wo ich hier einfach in der Welt rumgeflogen bin und nicht mehr nach Hause gefunden habe. Ich habe sogar ein bis zwei Folgen nur damit verbracht, wieder nach Hause zu finden. Ich verbinde mit Troll Wars einfach so viele schöne Erlebnisse, Ideen, die ihr eingebracht habt. Und das möchte ich weiterführen. Nur das Ding ist, ich habe die anderen halt noch nicht informiert. Und da dachte ich mir, hey, komm, informiere ich sie halt in dem Video. Und ich weiß, das habe ich jetzt tausendmal erwähnt. Ich würde hier gerne wieder raus. Jetzt die Frage, wie komme ich hier raus? Oh Mist, ich stecke jetzt hier unten fest. Wollt ihr mich verarschen? So, wartet, wir bauen das hier mal auf. Oh, okay, ich bin frei. Wie ist das überhaupt grün geworden? Das muss ja irgendwie von hier rüber gewachsen sein. So, die einzige große Befürchtung, die ich noch habe, ist, wenn ich jetzt das TNT zünde, dass es mein Portal wegsprengt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich erinnere mich an die Folge, als ich da hochgegangen bin und geschnetzelt habe. Danach hatte ich eine ganze Kiste voll mit Hühnerfleisch. Was soll ich noch groß sagen? Ich würde sagen, wir zünden jetzt das TNT. Ihr könnt mir, by the way, mal eure Lieblingsfolge unten in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht euer Lieblingsereignis. So, was hat euch am meisten in Staffel 1 so richtig vom Hocker gehauen? Und vor allem, was würdet ihr euch gerne in der zweiten Staffel sofort wünschen? Schreibt es dann in die Kommentare. Okay, jetzt würde ich sagen, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich da hochkomme, weil ich habe keinen Fledermaus-Morph mehr. Ich habe theoretisch genug Blöcke, um mich da hochzubauen. Ich habe kein Feuerzeug. Muss ich jetzt nochmal zu Copper laufen? Okay. Kurze Unterbrechung. Ich laufe nochmal kurz zu Copper und organisiere mir da ein Feuerzeug. Sonst kann ich das nicht anzünden, ne? Früher habe ich die Dinger immer mit dem Feuerballhaustier angezündet, aber Copper hat ja mein Inventar vernichtet. Alter, bis heute weiß ich nicht, wieso es in diesem Wald hier so ruckelt. Hallo, Michelle. Hier ist aber auch einiges kaputt gegangen. Gut, in sein Haus kommen wir ja easy peasy rein. Hatte der hier noch irgendwas, womit ich das vielleicht anzünden kann? Ich nehme mal einen Hebel mit. Damit dürfte das vielleicht gehen. Der Yoga hat doch sonst immer alles. Wieso hat denn der jetzt keinen Feuerstein? Ah! Oh nein, der hat dieses komische Blitzding. Feuerstein. Ab! Mist! Mist, der hat hier hinten noch Wasser. Könnte es bitte aufhören mit Regnen? Okay. Wir warten jetzt hier einfach, bis es aufhört mit Regnen. Das Gute ist, dass dieser Blitzomat oder wie der heißt, der funktioniert nur, wenn es regnet. So, jetzt können wir in aller Ruhe hier schauen, hat er hier irgendwo noch Feuerstein? Oder irgendwas, womit ich das anzünden kann? Hallo. So, was haben wir hier? Ich glaube, irgendwie er hat nichts. Okay, Leute, ich mache mir jetzt einfach eine Schaufel. Und organisiere mir Gravel. Komm schon. Yes. Perfekt. Ein Feuerzeug. Das dürfte reichen. Das TNT explodiert, by the way, sofort. Also muss ich mir irgendwie einen sicheren Weg ausdenken. Okay, das wird jetzt ein ganz schöner Kampf. Eine Kartoffel. Die wird zwar nicht ewig halten, aber wir beeilen uns einfach. Und da ist die Kartoffel auch schon wieder alle. Perfekt. Das Einzige, was mich gerade noch aufmuntert, ist, dass ich jetzt auf den letzten paar Metern Michelle gefunden habe. Ich bin auch so großherzig und Troll Copper nicht mehr zurück für das, was er angerichtet hat. Ja, ich lade ihn ein. In eine neue Welt. So, ich hoffe mal, das explodiert bis dort hoch. Oder muss ich mich bis dort hochbauen? Ich glaube, ich baue mich einfach bis ganz nach oben und zünde das dann. YOLO, was habe ich denn zu verlieren? Ich starte eh in die neue Welt mit nichts. Leute, meine Kamera ist anscheinend gerade ausgegangen. Aber Leute, um euch das zu zeigen,
Das TT hat das Portal nicht vernichtet. Das muss ein Zeichen sein. Yo, das ist wieder Folge Troll Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.